Wir befinden uns gerade in einer 360-Grad-Aufnahme. Und wie ihr solche Bilder selber machen könnt, das zeigen wir euch in diesem Tutorial. Und für dieses Tutorial haben wir uns entschieden, mit einer Ricoh Theta-Kamera zu arbeiten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, aber wir haben uns heute für die entschieden, weil die ist für medienpädagogische Zwecke sehr geeignet, weil sie nicht nur relativ preiswert ist, sie ist auch sehr kompakt, robust und einfach in der Bedienung. Und es gibt eine sehr, sehr schöne App dazu. Also, wie sieht so eine 360-Grad-Kamera überhaupt aus? Ich habe hier ein Objektiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Auch, also wie bei einem Chamäleon, habe ich hier so zwei Augen. Warum? Genau. Jede dieser Kameras nimmt genau 180 Grad auf und eine interne Software stitcht diese beiden Bilder zusammen, sodass ich tatsächlich ohne Nacharbeit das 360-Grad-Panorama fertig habe. Ja. Was habe ich da noch für Knöpfe? Ich habe einmal hier den großen vorne drauf, das ist der Auslöser. Und an der Seite noch drei kleinere Knöpfe. Der obere Knopf, das ist der An- und Ausschalter. Wenn ich den betätige, leuchtet die Kamera vorne. Genau, und das blaue Licht sagt mir, ich habe genug Saft, ich kann damit arbeiten. Der Knopf in der Mitte, den brauchen wir gleich, um die Kamera mit einem Tablet zu verbinden, mit einer App. Das heißt, wenn auf der Vorderseite das WLAN-Symbol blinkt, das bedeutet, dass die Kamera ihren eigenen WLAN-Schirm aufbaut sozusagen. Und der untere Knopf, was können wir damit machen? Da können wir umschalten, ob wir Fotos oder Videos aufnehmen wollen. Ganz interessant, die Kamera hat, wenn wir damit Videos aufnehmen wollen, natürlich auch noch ein eingebautes Mikrofon. Die Kamera hat natürlich weder einen Sucher noch ein Display. Deswegen, wenn ich sie so benutzen will, ohne ein weiteres Gerät, mache ich meine Bilder mehr oder weniger blind. Das versuchen wir jetzt mal. Ihr habt es gehört, so klingt der Auslöser. Stimmt, das Problem ist, ich kann hier nicht irgendwo durchgucken und sehen, was die Kamera sieht. Das Schöne ist, wenn ich mir ein Mobilgerät zur Hilfe nehme, dann kann ich das doch machen über eine App. Und diese App heißt Theta, ist von Ricoh und die gibt es für iOS und Android. So, um mit der App zu arbeiten, laden wir sie uns erst einmal herunter. Ich mache das jetzt mal beispielhaft auf einem iPad und gehe in den App Store, gebe Theta ein. Suche nach der App und da habe ich sie direkt an erster Stelle, Ricoh Theta, und lade die auf mein Gerät runter. Ich öffne die App, so sieht sie aus. Ja, Theta möchte Bluetooth verwenden, darf auch auf Fotos zugreifen, Standorterkennung ist jetzt nicht so wichtig, das erlaube ich mal nicht, aber all diese anderen Berechtigungen braucht die App, damit wir vernünftig damit arbeiten können. So, wie man sieht, sieht man noch nicht viel. Ich muss erstmal die Ricoh Theta Kamera verbinden mit der App. Ich tippe also auf Aufnehmen und muss die neue Kamera jetzt erst einmal registrieren. Wie geht das? Ja, wir müssen jetzt hier irgend so eine Seriennummer eingeben. Wo finden wir die? Die Seriennummer finden wir auf der Unterseite der Kamera. Das sind zwei Buchstaben und acht Ziffern. Die geben wir jetzt mal ein. So, die Seriennummer ist jetzt eingegeben. Jetzt sollte ich, spätestens jetzt sollte ich das WLAN aktivieren. Das mache ich hier in der Mitte der Knopf und da blinkt es auch schon. Drück doch bitte mal auf Registrieren. Theta möchte sich mit dem WLAN der Kamera verbinden. Jawohl, das möchten wir gerne. Die App rödelt jetzt, sucht nach dem WLAN der Kamera. Und wir sind drin. Mensch, das heißt, ich habe jetzt hier sozusagen ein Kameradisplay. Und falls die App nach dem Passwort fragen sollte, das findet ihr hier unter der Kamera. Da ist die Seriennummer, die besteht aus zwei Buchstaben und acht Ziffern. Und diese acht Ziffern sind das geheime Passwort. Und da wir die Kamera jetzt mit dem Mobilgerät verbunden haben,
fungiert dieses Gerät jetzt als Überwachungsmonitor und als Fernauslöser für die Kamera. Echt? Gehört? Ja. Die Kamera hat jetzt ein Foto gemacht. Super. Das heißt, ich könnte die Kamera jetzt hier irgendwo in der Bibliothek schön aufstellen und dann kriegen wir ein 360-Grad-Panorama hin, in dem wir beide nicht zu sehen sind. Ganz genau. Dann machen wir das doch jetzt mal. So, jetzt habe ich hier einen schönen Platz hier in dieser Bibliothek gefunden, wo ich meine erste 360-Grad-Aufnahme machen möchte. Erster Tipp von mir, guckt zu, dass ihr die Kamera ziemlich genau in der Mitte des Raumes positioniert. Zumindest was die Höhe angeht. Ja, hilfreich ist da oft so ein kleines Stativ. Denkt bitte dran, diese beiden Bilder müssen zusammengesetzt werden. Das heißt, hier an den sogenannten Stitch-Kanten, sollte möglichst unauffällig sein. Wenn da zum Beispiel ein Mensch ist, wird er immer so ein bisschen zerrissen und unscharf sein. Das ist immer ganz schön, wenn man da eine Ecke für findet. So, das richte ich dann so ein bisschen auf. Gerade sollte es auch sein. Ja, und jetzt können wir, glaube ich, die Aufnahme starten. Ich verschwinde. Ich kann jetzt hier noch die Ansicht ändern, wenn ich das möchte, einen anderen Eindruck davon bekommen, was die Kamera sieht. Habe die automatischen Einstellungen hier eingestellt. Die sind in der Regel auch in Ordnung, was die Belichtung und so betrifft. Und hier ist der Fernauslöser. So, jetzt ist das Bild geschossen. Hier auf dem Tablet sehe ich jetzt eine Vorschau. Das Bild befindet sich immer noch hoch aufgelöst auf der Kamera. Genau, das heißt, jetzt ist der nächste Schritt, dass wir dieses Foto von der Kamera auf unser Gerät draufladen. So, jetzt sind wir zurück von unserer kleinen Fotosafari hier in der Bibliothek und jetzt müssen wir die Bilder von der Kamera auf das Tablet bekommen. Ganz genau. Auch dafür muss die WLAN-Verbindung natürlich stehen. Die ist noch stabil. Ich gehe auf Kamerabilder und bekomme hier eine Übersicht über die Bilder, die noch auf der Kamera drauf gespeichert sind. Ich wähle unser Bild von gerade eben aus und das wird jetzt auf das Tablet rübergezogen. Das dauert ein bisschen, bei Videos auch mal ziemlich lange. Und so sieht das dann aus. Ah, klasse. Ich kann jetzt hier einmal mich um 360 Grad drehen in dem Bild und wenn ich die Finger zusammenziehe, bekomme ich hier diesen tollen Tiny Planet Effekt. Soweit, so gut. Richtig spannend wird's, wenn wir die Bilder auf einer 360 Grad Brille betrachten können. Wir haben uns entschieden für eine Oculus Go, so sieht die aus. Und wie kriegen wir die Bilder da drauf? Wir brauchen einen Computer, die Kamera und ein Micro-USB-Kabel. Mit dem verbinden wir jetzt die Kamera mit dem Gerät. Die Ricoh-Theta erscheint auf dem Computer. Wir gehen in den Speicher hinein und ziehen uns ganz normal unsere Bilddatei hier auf den Computer. Jetzt machen wir dasselbe Spiel nochmal andersrum. USB-Kabel in den Rechner, Micro-USB in die Brille. Die Oculus geht an. Die VR-Brille erscheint jetzt hier auf dem PC. Da gehe ich drauf auf den internen Speicher, dann in den Ordner Bilder und dort ziehe ich die 360-Grad-Aufnahme hinein. Jetzt muss ich hier in der Brille noch den Dateizugriff erlauben. So, ich schaue mir dieses Bild jetzt in der Oculus Go an. Das heißt, ich gehe zuerst auf Navigieren auf unsere Bibliothek und dort in die App Oculus Gallery hinein. Dort wähle ich den internen Speicher aus, wo wir das Bild gerade reingeladen haben. Hier ist es. Und jetzt kann ich es mir in 360 Grad anschauen. Das passiert, wenn ich mich um die eigene Achse drehe. Ich kann auch nach oben schauen und nach unten, da sehe ich einen Teil des Stativs. So wirkt die ganze Sache in 360 Grad. Die Oculus Go ist natürlich die Luxusvariante. Wer das erstmal ein bisschen einfacher probieren will, kann das hier mit einem sogenannten Cardboard machen. Die Bilder werden auf das Smartphone gepackt, das wird hier vorne eingeklemmt. Hier sind zwei Linsen und wow, das ist auch schon ziemlich cool. Ja,
Und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg bei der Produktion eurer ersten 360-Grad-Bilder.